Die Sabine Salmann ist eine von der schnellen Sorte. Das letzte Mal wollte sie mitten im Winter schon über den Frühling reden. Und heute, 14 Tage vor dem Valentinstag, hast du dir das Thema auch noch mal ausgesucht, ja? Nein, nicht ganz 14 Tage, 11 Tage, liebe Andrea. Und für mich hat der Januar schon sehr stressig begonnen. Und deswegen habe ich einfach mich entschieden, mich rechtzeitig vorzubereiten, ja? Um nicht in Stress zu geraten, damit alles schön im Fluss bleibt. Und dazu möchte ich gerne auch die Zuschauer einfach animieren, sich rechtzeitig auf den Valentinstag vorzubereiten. Sofern sie natürlich jemanden haben, den sie da auch beschenken möchten, oder? Aber ist das denn nur der Tag der Liebenden oder kann man nicht einfach auch demjenigen, der einem besonders viel bedeutet, was Gutes tun? Also genau. Was ist der Ursprung des Valentintags? Ja, also auf jeden Fall kann man ihn auch als einen Freundschaftstag sehen und das verbreitet sich nun auch immer mehr in der Welt. Dass jetzt wirklich nicht nur ein Tag der Liebenden ist, sondern ein Tag einfach des Herzens, der Freundschaft, und das finde ich auch gut, diese Entwicklung. Mhm. Ursprünglich wurde der Valentinstag von dem Bischof begründet, Valentin von Terni, von der italienischen Stadt Terni, der im christlichen Glauben viele Menschen traute, die er eigentlich hätte nicht lieber nach dem christlichen Glauben trauen sollen, ja, weil er wurde 269 nach Christus wurde er dann enthauptet und das war am 14. Februar. Also feiern wir sozusagen eigentlich den Todestag vom lieben Bischof von Terni. Und die Ehen, die von diesem Bischof geschlossen wurden, galten als besondere Ehen, die wirklich unter einem guten Stern gestanden haben. Die sollten, angeblich haben sie ein Leben lang gehalten. Weiß man natürlich nicht, ob es wirklich so gewesen ist. Ja, auch hat er gerne Liebenden einfach Blumen aus seinem Garten geschenkt. Und so wurde halt der 14. Valentinstag also als der Valentinstag sozusagen für uns. Gibt es wieder die Befürworter, aber natürlich auch die Gegner, wie immer im Leben, wie beim Muttertag oder bei vielen anderen solcher vorgegebenen Feiertage natürlich auch, indem man sagt, das ist alles nur Geldmacherei und so weiter und so fort. Man braucht den nicht jeden Tag, müsste man eigentlich einen Valentinstag haben. Aber eigentlich hat das schon eine ganz schöne Bedeutung, oder? Also einen Tag für die Liebe ins Leben zu rufen. Auf jeden Fall. Und ich mag immer wieder auch gerne da so hinter Festen stehen, die so eine verbindende Wirkung einfach auch haben mit den Menschen und der Welt. Und das hat einfach auch der 14. Februar nach meiner Meinung nach, weil es hat sich ja wirklich auch um die Welt verbreitet. Genau, das wollte ich gerade fragen. Also es ist ja nicht nur ein Fest, das wir hier feiern, sondern es ist ja ein generelles, weltweites Liebesfest. Genau, und daran möchte ich erinnern, an diesen Ursprung. Es geht an sich ursprünglich um die Liebe und nicht unbedingt um den Kommerz oder wie teuer die Geschenke da nun unbedingt sein müssen. Ja? Man kann ja auch wirklich mit einfachen Mitteln den Partner erfreuen oder der Freundin ein Geschenk machen und sei es, wenn es nur selbst so gebackene Kekse sind, wie zum Beispiel meine, die ich da mitgebracht habe, hier für uns alle schon mal so als Vorfreude, ja, weißt du? Womit du heute schon vielen eine große Freude gemacht hast, auch wenn sie noch nicht naschen durften, aber du wirst sie nicht mehr mit nach Hause nehmen. Nein, es war nicht einfach, ich habe sie verteidigt, ja, und genau, das hat nicht viel gekostet und bereitet trotzdem Freude, ja, oder man könnte auch dem Partner einfach mal einen Gutschein schenken für ein selbstgekochtes Candlelight-Dinner oder eine Massage, eine Verwöhnmassage in einer besonderen Atmosphäre oder vielleicht dem Partner einfach mal eine CD brennen mit allen Liedern, die so gemeinsam verbunden haben in der Partnerschaft. Das finde ich auch ganz schön. Ja? Aber es sollte schon ein romantischer Tag sein, ja? Also man sollte schon was Besonderes eigentlich vorbereiten. Was Besonderes, genau. Was Besonderes von Herzen. Und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste, als dass man nun wirklich jetzt das teure Goldarmband geschenkt bekommt, sondern dass man wirklich sieht, dass es von Herzen kommt. Ja? Gibt es denn so richtige Traditionen, also auch weltweit gesehen, dass man sagt, also da ist das ein oder andere in dem Kulturkreis, das ist einfach so ein Must-Have am Valentinstag. Also wir Deutschen, glaube ich, bei uns sind es wahrscheinlich Blumen, die man verschenkt. Also Blumen sind auf jeden Fall das meistverbreitete, ja. Aber auch man sollte natürlich auch das Gedicht nicht vergessen, weil von vielen Schriftstellern und Dichtern wurde halt auch gerade der Valentinstag auch verbreitet. Ja, der Ursprung der Valentinskarte liegt zum Beispiel auch in Frankreich, wo ein französischer Dichter eine Valentinskarte geschrieben hat an eine Geliebte. Ja, und deswegen konnte man natürlich auch der Liebsten oder dem Freund oder der Freundin ein schönes Gedicht schreiben. In England wurde das noch mit eingefärbt, auch der Valentinstag, auch durch ein Gedicht von einem bekannten Dichter, der hat ein wunderschönes Gedicht geschrieben über die Natur und das Parlament der Vögel hieß es, genau. Und da geht es darum, dass an diesem Tag sich die Vögel um die Göttin der Natur versammeln, um einfach ihren Partner sozusagen empfangen.
befriedigen sozusagen. Genau, und von diesem Tag an, also wird immer wieder regelmäßig in England werden dann schöne Veranstaltungen gemacht und Feste, wo schon einen Tag vorher durch Verlosung ein Valentinstagpartner sozusagen auserkoren wird. Und diese machen sich dann gemeinsam Geschenke oder schreiben sich kleine Gedichte. Aber es ist nicht nur in Europa ein Fest der Liebenden. Du hast sogar Informationen bis nach China hingehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich dann halt wirklich auch über Auswanderer dann nach Amerika verbreitet. Und die US-Soldaten haben dann den Valentinstag sozusagen nach Europa gebracht, wo zuallererst wurde in Deutschland 1950 in Nürnberg ein Valentinstagball veranstaltet. Das war sozusagen der Anfang in Deutschland. Dass es natürlich am Valentinstag auch krachen kann, wenn man ihn vergisst und natürlich auch hohe Erwartungen oftmals in der Partnerschaft liegen. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten, also wie man damit dann vielleicht auch besser umgeht. Auf jeden Fall. Das ist mit den Emotionen, das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, darüber sollten wir reden. Gleich. In Hollywood ist es, glaube ich, warm. Ja, da ist es, glaube ich, so um die 20, 22 Grad oder so, schätze ich mal. Denke ich auch. Da wären wir jetzt auch ganz gerne. Ach, ne? Mensch, ja. Aber wir reden über den Valentinstag und wir reden darüber, meine liebe Sabine, dass natürlich der Valentinstag auch zu einem Desaster werden kann, wenn man mit zu großen Erwartungen an diesen Tag herangeht. Also was würdest du den Leuten schon so ein bisschen auch raten? Ja, also wie gesagt, die Liebe ist in jedem Augenblick da und es muss nicht nur zum Valentinstag sein. Und ich denke, man sollte immer einen Raum offen lassen für ein Wunder oder eine plötzliche Liebe, die ins Leben kommt und es nicht zu sehr auf den Valentinstag beschränken. Es ist ein Feiertag, ich meine genau auch wie Weihnachten, da werden auch oftmals zu starke Erwartungen dran einfach geknüpft. Und es ist einfach gut, vorher sich mit Menschen, die einem wichtig sind, auszusprechen, klare Verhältnisse zu schaffen. Und so, denke ich, nimmt man die Spannung ein bisschen raus. Mhm. Und du hast ja auch gerade gesagt, es muss nicht immer das teure Schmuckstück sein, was man vielleicht am Valentinstag verschenkt, sondern es können auch die Kleinigkeiten sein, die eine große Freude bereiten, manchmal sogar ein bisschen mehr Freude bereiten. Der Mann zum Beispiel, der noch nie für seine Frau gekocht hat und am 14. zum Beispiel mal das Abendessen. Genau, eine Überraschung, einfach offen sein für die Bedürfnisse des Partners, ihn einfach zu beobachten, zu schauen, was hätte er denn gerne oder was fehlt ihm gerade im Leben. Vielleicht ist es die Entspannung oder mal eine Auszeit vom Alltag. Ja. Oder morgens schon den Liebsten oder die Liebste mit dem passenden Gebäck zu überraschen. Genau. Da hast du die Herzchen als Herzchenform irgendwie noch von Weihnachten übrig gehabt oder hast du das zustande gekriegt? Ich habe einfach mal unterwegs, sind mir mal so eine schöne große Herzform begegnet und dachte ich, ach, die nehme ich mal mit, die kannst du bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Und und dann habe ich gestern Abend noch ein paar Herzkekschen, ganz normaler Plätzchenteig, ganz normaler Mürbeteig. Ich mag einfach gerne Plätzchen, nicht nur zu Weihnachten. Jetzt darfst du. Du wolltest nur, dass der Teller vorhin noch schön aussieht, oder? Genau. Aber das sind natürlich schöne Ideen, wo man auch ein bisschen kreativ sein kann. Und du bist ja auch für uns die Inspiration der Woche, wo man auch sagt, also man muss manchmal auch ein bisschen mit Kleinigkeiten den Menschen eine große Freude machen. Ne? Genau, mit Kleinigkeiten. Und es ist halt bei uns immer noch am meisten verbreitet, die Blumen, ja, oder auch Schokolade oder Pralinen, ja. Aber in anderen Ländern, das fand ich auch ziemlich lustig, ja, in Japan zum Beispiel, da wird die Frau am Valentinstag völlig außer Acht gelassen. Ja? Da schenken nur die Frauen eine bestimmte Sorte von Schokolade sämtlichen männlichen Kollegen, Bekannten, auch Chefs. Und eine andere Sorte bekommen dann nur die Liebsten, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Und die Frauen bekommen da gar nichts. Aber dafür wird ein Monat später, dann also am 14. März, wird dann der White Day, also der 14. Februar ist der sozusagen der Valentinstag, der Black Day. Und am 14. März ist dann der White Day und da bekommen dann die Frauen als Entschädigung sozusagen Geschenke von den Männern, weiße Schokolade geschenkt. Ja? Ach, okay. Also so ist das eingefärbt von den verschiedenen Traditionen. Ja? Und die Argentinier, die feiern gleich eine ganze Woche Valentinstag, also vom 14. bis zum 21. ist das wie so ein ständiges Fest und Feiern. Mhm. Und und die Italiener, die Stadt einfach auch der Liebe. Eben, Amore. Ja, Amore, genau. Da wird natürlich auch der Valentinstag ganz, ganz groß gefeiert. Und da besonders treffen sich dann Liebespärchen so an den Gewässern und hängen dann Schlösser auf mit eingravierten Namen, sogar Bilder, die sie dann an Brücken befestigen. Und mit einem gemeinsamen Wunsch werfen sie dann den Schlüssel ins Wasser sozusagen.
Wobei da auch oftmals Kritik ja schon öfters mal aufkommt, weil die Brücken mittlerweile, die Geländer von diesen Schlössern so schwer mittlerweile geworden sind, dass die teilweise abstürzen. Ich glaube, in Venedig ist das irgendwann mal passiert. Ja, unglaublich. Aber da sieht man, dass sich doch einiges geändert hat. Also auch hier die Menschen, was den Valentinstag anbelangt oder Valentinstag anbelangt. Ich als Bayer sag Valentin, deswegen. Dass man da schon auch mitbekommt, dass das Thema Liebe, also auch da ein neues Bewusstsein entstanden ist und man auch der Liebe den Tag ein bisschen mehr ehrt. Ne? Genau, ob es nun für den Liebsten ist oder den besten Freund oder einfach mal einem Menschen Dankbarkeit zeigen möchte, der einem vielleicht viel gegeben hat oder einfach nur aus der Freude am Geben. Ich denke, wir sollten viel mehr auch so in dieses Bewusstsein kommen, einfach gerne mal von Herzen etwas zu geben, zu schenken, weil zurückkommt es auf die eine oder andere Art und Weise, wenn wir offen sind und es uns natürlich auch wert sind, sowieso. Mhm. Kann nicht weiter reden. Und in Brasilien, also ich, wie gesagt, ich bin da um den ganzen Erdball gewandert. Ja, das war, ich fand es so spannend und habe damit angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Da wird gar kein Valentinstag gefeiert, ja, weil die mit dem Karneval sind die einfach so beschäftigt. Und deswegen wird da der Valentinstag erst am 12.06. gefeiert und heißt Lover's Day. Aber auch schön. Man kommt trotzdem nicht drum herum. Genau. Du hast uns auch heute wieder sehr viel Liebe, weil Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen, mitgebracht. Wir freuen uns darüber natürlich immer. Wünsche dir eine schöne Zeit, einen schönen Valentinstag. Dankeschön. Genieße den und danke für die schönen Tipps und vor allem für die Aufklärung. Gerne.